Naja, wir kennen die ja. Die Frau Ottos. Ich mag sie nicht wirklich. Aber egal. So, gehen wir verkaufen. Nicht so laut, bitte. Ich habe solche Kopfschmerzen. Ich bin Agnete, die Schmiedin. Die Besäuselte nennen sie mich. Ich wünschte, ich wäre tatsächlich besäuselt. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Lasst euch Zeit. Kommen wir zum Geschäft. Natürlich. So, jetzt können wir mal nachsehen, was wir alles verkaufen können an nicht gestohlenen Waren. Furchtbare Gegenwart, komm weg. Ihr seid ein harter Falscher. Was sonst? Ein exzellentes Geschäft. Ich hätte gedacht, wir hätten mehr Alkohol, aber na gut. So, und da können wir jetzt auch einiges verkaufen. Dass Feinstahl nur so wenig wert ist. Naja. Ein gut. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Immer wieder gerne. Lebt wohl. Das war wahrscheinlich das letzte Mal. So, jetzt speichern wir kurz und dann, Leute, kaufen wir uns unser Haus. So, da drin ist der Typ, ja? Ich kann schon wieder keine Fackel nehmen. Ist alles in... Was? Hat wir mit dir schon geredet? Wir werden sehen. Ja. Wie das? Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Ach, du bist ja der. Schön. Ja? In mit dir hatten wir noch nicht geredet. Mag sie nicht, mag sie nicht. Bitte, oh bitte, bleibt weg von... Ihr macht gar nicht witzig, nicht? Jetzt spart euch eure Worte. Das ist nicht schlecht. Gerüchte. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Ja, fast. Auch ihr. Was ist denn mit dir? Mit dem müssen wir dann reden? Einen wunderschönen guten Tag. Ach, das ist der, der hier sitzt. Sicherlich. Ah, wie seltsam. Wie ist das Wertebefinden? Welvin Benirus. Alle reden vom Propheten. Seit dem Überfall auf die Kapelle sind die Leute geneigt, fast alles zu glauben. Absolut nicht. Bis spät. Ihr wollt nicht zufällig gerade ein Haus kaufen, oder? Ich hätte dann nämlich eine Villa direkt hier in Anvil. Quest aktualisiert. Wo Geister sich freitummeln? Sicherlich. Ihr mag uns schon zu 100. Herrenhaus. Ja? Ich verkaufe die Villa meines Großvaters, Haus Benirus.
Wenn ihr wollt, könnt ihr sie für einen fairen Preis erwerben. Ich habe es eilig, da mich woanders dringende Angelegenheiten erwarten. Ihr könnt euch das Haus gern einmal ansehen. Es befindet sich gegenüber der Kapelle. Nach dem Kauf bekommt ihr den Eingangsschlüssel und die Besitzurkunde. So sieht's aus. Möchtet ihr es jetzt kaufen? Ja, hier sind 2500 Goldstücke. Sehr gut. Hier sind der Eingangsschlüssel und die Besitzurkunde. Möge euch euer neues Heim gefallen. Wenn ihr mich nun entschuldigt, ich muss mich um die Dinge kümmern, von denen ich vorhin sprach. Schönen Tag. Schönen Tag. Schlüssel für Haus Beniros hinzugefügt. Betragsurkunde hinzugefügt. 5000 Gold entfernt. Ich glaube, das ist das billigste Haus, oder? Keine Ahnung. Natürlich hat sich die Quest auch aktualisiert wieder. So. Ich habe Velvin Beniros getroffen. Er bietet hier in Anvil ein Herrenhaus zum Verkauf an. Ich sollte ihn weiter befragen, um den Verkaufspreis zu erfahren. Ich habe das Herrenhaus von Velvin erstanden. Er übergab mir den Schlüssel und die Besitzurkunde. Ich kann dort nun jederzeit einziehen. Die Augen das können wir, Leute. Wir haben ein Haus. Das finde ich richtig toll. Da ist es. Unser schönes Haus. Und dann können wir hier auf den Teich die schöne Statue ansehen. Oh, toll. Haus Beniros. Geöffnet. Ich bin bei meinem neuen Heim in Anvil, Haus Beniros, angekommen. So wie es aussieht, benötigt es einige Reparaturarbeiten, aber diese einmalige Gelegenheit konnte ich nicht mehr erstreichen lassen. Ich kann es mir nun gemütlich einrichten. Ja. So, zuallererst möchte ich mir aber die Betragsurkunde durchlesen. Hiermit wird bestätigt, dass der Inhaber dieses Dokuments Alleineigentümer und Besitzer des gegenwärtig als Gut Beniros bezeichneten Anwesens ist. Besagtes Anwesen befindet sich in der Ortschaft Anvil im Gebiet von Cyrodiil. Der Inhaber besitzt sämtliche Eigentumsrechte an allen Bauten, aller Flora und allen Ländereien innerhalb der im Grundbuch von Anvil eingetragenen Eigentumsgrenzen. Der Inhaber ist für alle mit besagtem Eigentum zusammenhängenden bzw. darauf vorkommenden Angelegenheiten verantwortlich. Dieses Dokument ermächtigt den Inhaber zudem, die Eigentumsrechte nach eigenem Gutdünken an Dritte zu übertragen. Der Inhaber darf dieses Dokument ändern, um das Gut umzubenennen, indem er beim Grundbuchamt von Anvil die entsprechenden Unterlagen vorlegt, sowie fällige Gebühren entrichtet und eine Abschrift bei der Dokumentenabteilung des Kaiserlichen Stadtarchivs einreicht. Letzter registrierte Eigentümer, Velvin Beniros. Gegenwärtiger Status, lebend, wohnhaft in Anvil. Naja, jetzt nicht mehr. Bisschen kaputt hier alles. Ah. Wird verkauft. Schöne Bilder. Also an sich bereits eingerichtet, aber eben noch nicht ganz, Leute. Der muss neu aufgehängt werden. Essen. Noch mehr Alkohol. Da geht es in den Keller. Hier ist das Bett. Da hätte es leider nichts. Ist das Schimmel oder Sand? Keine Ahnung. Lass mir wegmachen, Leute. Da geht es nach Anvil raus. Ja, und da kann man sich hier dann hier vor fast vor das Lagerfeuer setzen. Und das hier wäre eigentlich ein perfektes Arbeitszimmer. Genau, dann sieht man auch, wenn jemand hochkommen möchte. Oder hört man. Oder man kann so mal kurz aus dem Fenster sehen. Oh, das gefällt mir, Leute.
hier sind wir da draußen. Hier waren wir ja schon mal. Und dann kann man sich hier morgens so hinsetzen, vielleicht einen Kaffee trinken, Leute. Und dann kann man hier so dahin sehen, da nach vorne zu dem Platz da. Man kann die Kapelle beobachten, wenn man möchte. Kann man sich dann hier hinsetzen. Und dann hier vielleicht, keine Ahnung, dem Propheten da beim Prophezeien zuhören, zuhören wahrscheinlich nicht. Und hier die Kapelle beobachten. Also man hat hier echt, also dieses Haus ist echt, hat echt eine super Lage. Gefällt mir. Aber es kommt mir kleiner vor als die Rosendornhalle, aber das könnte der Keller vielleicht ändern. Ein Gold. Ein Apfel. Okay, also der Keller ist riesig, Leute. Oh, ich weiß doch. Es wäre so geil, Leute. Ich würde so gerne einfach Alkohol sammeln und hier dann überall reintun, aber wir haben ja leider den Bug, dass es nicht geht. Alles, was wir irgendwie platzieren, verschwindet. Leider. Ansonsten, boah, ansonsten wären wir jetzt wahrscheinlich erst in Folge 1500 oder so, weil ich so viel, also der Keller ist übrigens riesig. Oh. Weil wir so viel dekorieren würden. Wir wären noch nicht mal ins Gingrad dann wahrscheinlich jetzt. Versiegeltes Portal. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich kann mich an etwas anderes erinnern. Ich weiß, wie wir es auslösen können. Und das machen wir jetzt auch schnell. Aber an dieses Portal konnte ich mich nicht mehr erinnern. Wir gehen jetzt nämlich schlafen, Leute. Oder vorher speichern? Vorher speichern. Ja, geht noch. Super. Eine Stunde sollte reichen. Genau. Sind nicht besonders stark, aber egal. Geist im Haus Benirus. Nicht durch. Ich glaube, die können keine Türen öffnen, Leute. Gut für uns. Wieder aufgetaut. So, holen wir uns kurz die ganzen Pfeile wieder. Ektoplasma. Hier ist keins? Nein.
Warte mal, ich glaube, die kommen ja gar nicht durch das Gitter durch, oder? Oh, doch, kommen sie. Der ist besiegt. Dann ist jetzt der dran. Mist. Heilen wir uns ein bisschen. Fertig heilen. So, da haben wir wieder volles Leben. Haus Benirus ist verhext. Ich wurde von Geistern geweckt, die mich im Schlaf angegriffen. Als ich aufwachte, hörte ich von unten Lärm. Ich sollte das Haus durchsuchen und Nachforschungen anstellen. Das sollten wir, Leute. Wir sollten vor allem aber erstmal unsere ganzen Pfeile hier sammeln. Okay, ich glaube, das waren alle. So, ich bin mir nicht mehr sicher, ob hier noch Geister sind. Oh. Seltsam. Ich hörte von unten Lärm. Oh. Skeletthand. Fragmente von Lorgrens Tagebuch. Ich habe eine skelettierte Hand neben einer Seite aus einem Tagebuch entdeckt. Darauf wird ein geheimer Raum im Haus erwähnt, den nur ein echter Benirus-Abkömmling öffnen könne. Ich muss mit Velvin darüber reden. Eventuell weiß jemand in der Stadt, wohin er gegangen ist. Eintrag. Die Bewohner von Anvir sind Würmer. Wie können sie es wagen, das zu kritisieren, was sie nicht verstehen? Ich werde meine Rache in einer Form nehmen, die sie unmöglich vorstellen können. Sie sich unmöglich vorstellen können. Ich werde die Seelen der Verstorbenen verwenden, um mein eigenes Leben zu verlängern. In dem Band ist alles ausführlich beschrieben. Ich muss mehr Leichen bekommen. Ja, mehr Leichen. Eintrag. Ich muss mich vor diesen Besserwissern schützen. Sie sollen sich nicht in meine Pläne einmischen. Ich habe einen Raum im Keller dieses Guthauses eingebaut. Dort werde ich mein Körperchen Leib beerdigen und diese Daseinsebene transzendieren. Nur ein Benirus rein im Blut des vermag das Portal zu öffnen. Sollte ich also versagen, so unwahrscheinlich das auch sein mag, kann ein Nachkomme versuchen, in meine Fußstapfen zu treten, um den wahren Weg fortzusetzen. Um sicherzugehen, dass unser Geheimnis gewahrt bleibt, habe ich die Geister derjenigen versklavt, deren Leichen ich geschändet habe, damit sie diesen Ort für immer beschützen. Eintrag. Die Dummköpfe denken, ich würde ihr Geschwätz nicht hören. Ich höre aber ihre Gerüchte und Unterstellungen. Sie beabsichtigen, sich mit Kräften einzulassen, die sie nicht begreifen. Sie schimpfen mich einen alten Dummkopf und meiden mich. Die Jugendlichen fordern einander auf, als Mutprobe einen Fuß auf meinen Hof zu setzen. Ich bin zum Stoff von Ammenmärchen und Lagerfeuergeschichten geworden.
Sie tun mich als Spinner ab. Aber sie werden schon sehen, was sie davon haben, wenn ganz Anvil verwüstet ist, wenn die Straßen mit ihren Leichen übersät sind und ihr Blut die Erde trinkt. Erst dann werden sie meine wahre Macht erkennen und fürchten.